Wo früher Flugzeuge starteten, gingen am Sonntag die Berliner Orientierungsläufe an den Start. Auf dem Gelände des Tempelhofer Feldes fand die erste Runde der Berlin-Brandenburg-Meisterschaft im Sprint-Orientierungslauf statt. Also wir haben das halt zum ersten Mal gemacht, von daher haben wir noch nicht so genau den Durchblick. Ja. Man hat halt eine Karte und läuft halt verschiedene Stationen ab und muss die auf der Karte finden und mit steckt dann diesen Chip da rein und läuft dann zur nächsten Station. Genau. Also so ein bisschen auch so wie so eine Schnitzeljagd, dass man halt einfach die Stationen dann auch immer findet und auch die richtige dann. Ja, wir haben zum Beispiel die erste übersehen. Von jung bis alt, hier hatte jeder die Möglichkeit, in einer der 19 Kategorien an den Start zu gehen. Auch Läufer aus ganz Deutschland konnten hier Punkte für die deutsche Parktour sammeln, wie beispielsweise Wettkämpfer aus dem Bayerischen Landshut. Jede Kategorie hatte ihre individuell geplante Strecke, was die Organisation im Vorfeld besonders anspruchsvoll machte. Ganz besonders kommt es natürlich darauf an, dass man rechtzeitig dran ist, Geländeabsprachen zu treffen mit Behörden, sodass eben alle Stellen, die da irgendwie beteiligt sind, Parkeigner und Ordnungsamt und so weiter, ihr Okay geben und solche Sachen. Dann müssen die ganzen Postenstandorte gemacht werden, die Karten vorbereitet. Das ist schon sehr, sehr viel Arbeit. Alleine das Kartieren dauert normalerweise so um die 200 Arbeitsstunden locker alleine, um die Karte zu zeichnen. Die zweite Runde fand in der Hasenheide statt, so musste ein kleiner Ortswechsel gemacht werden, der den Wettkampf aber noch abwechslungsreicher machte. Hier war besonders Vorsicht geboten, da die Fahrradfahrer des Veloton die Straßenüberquerung um einiges erschwerten. Nun ging es spannend weiter, denn der entscheidende zweite Lauf hatte begonnen. Mit dem passenden Equipment und ausreichend Motivation bewältigten die Sportler die Posten und ihr Wege. Starten tut man an dem roten Dreieck auf der Karte. Dann nordet man im Endeffekt sich kurz ein und peilt das erste Ziel an. Um das erste Ziel zu erreichen, hat man hier so eine Markierung. Da sieht man dann die entsprechenden Symboliken und dann ist der Posten die 130. Dann guckt man vorher noch mal rauf und wird im Endeffekt mit dem Chip, geht man in die Nähe und lässt den dann sozusagen abscannen. Wo man halt immer wieder achten muss, ist, es gibt halt ein paar Hindernisse wie Zäune, Gebäude, wo man nicht durch kann. Und wie man da den kürzesten Weg findet. Also gerade der Daumenkompass ist sehr gut. Hilfreich, ja. Ja, sehr hilfreich, weil man sofort sieht, wie man sich einordnen muss und dann lagemäßig genau weiß, wo man dann steht. Am Ende des Tages war es der olympische Gedanke, der zählte. Sowohl die alten Hasen des Orientierungslaufes als auch die Anfänger kamen auf ihre Kosten, was Spaß, Herausforderung und Sport in der Natur anging. Und auch die Sieger durften sich am Ende natürlich ihre wohlverdienten Medaillen und Urkunden abholen und sich ordentlich feiern lassen.